Hallo und herzlich willkommen zu Phioo wills Wissen. Heute möchte ich mit euch über die altatlantische Baukunst sprechen, die überall auf der Welt verbreitet war. Von Europa bis Ägypten, in den Osten nach mindestens zu dem Iran und in den Westen bis nach Peru über Mexiko und Teotihuacán. Ich möchte euch die Art und Weise zeigen, wie alte Gebäude, die so gigantisch sind, dass wir selbst heute noch darüber staunen, gebaut und befestigt wurden. Fangen wir in Griechenland an. Wie zum Beispiel an der Akropolis zu sehen, sind zwei Verbindungen, die durchbrachen und durch Absinken des Gebäudes zerstört wurden, oder wie an den Bodenplatten in Delphi zu sehen, die durch Metallverbindungen zusammengehalten werden und somit ohne Mörtel gearbeitet werden konnte. Dieses Verfahren nennt sich heute Anathyrosis und steht für eine technische Bearbeitung von Anschlussflächen an antiker Werksteinarchitektur zu mörtelloser Verbindung von Steinblöcken, Bodenplatten und sogar zum Zusammenhalten der Fundamente einer Kolumnsäule. Dasselbe Bild finden wir, wenn wir in den Osten gehen, genauer gesagt in den Iran, in Persepolis, wo zu sehen ist, dass der komplette Komplex mit dieser Technik zusammengehalten wurde, was finde ich eindeutig aufzeigt, dass diese Art zu bauen überall verbreitet war. Und man nicht daran denken sollte, dass es Zufall ist, dass die Hochkulturen so bauten, oder eher gesagt, dass es Zufall ist, dass alle Hochkulturen so bauten. Es war früher halt eine gemeinsame Kultur, die alle Völker vereinigte und auch als Kulturbringer zu sehen ist. Dasselbe Bild lässt sich auch in Armenien auffinden, an den Ruinen von Triganakert, wo die Grundplatte der Tempel komplett miteinander verbunden wurden, so aufwendig, dass es an manchen Steinen komplett auftritt, so dass jeder Stein von jeder Seite aus mit dem anderen verbunden wurde. Wenn wir von hier mal nach Nordafrika gehen, also dem alten Ägypten und Libyen, zeigt auch hier sich dieselbe Baukunst wie in Nordeuropa und im Osten. Selbst hier nutzten die Ägypter diese Technik und es zeigt auch wieder auf, dass es kein Zufall mehr sein kann, dass alle Völker die Steine so miteinander verbanden, das deutet eindeutig auf eine gemeinsame Baukunst hin. Hier sehen die Steine sehr oft wie gegossenes Beton aus, wo nur die Außenteile verputzt und geglättet wurden, aber das ist ein anderes Thema. Selbst die gigantischen Säulen wurden an ihrem Fundament mit den Anathyrosis-Verfahren zusammengehalten. Nicht nur die Säulen, sondern alle Fundamente, genauso die Fundamentplatten vom Gizeh-Plateau, doch auch die Kolumnsäulen wurden mit einer sehr erfolgreichen Bautechnik stabilisiert. Wie viele vielleicht wissen, bestehen die meisten Säulen nicht aus einem Stück Basalt oder Sandstein oder auch anderen Hartmaterialien. Sie bestehen aus meist runden Säulenelementen, die ohne eine Befestigung bei einer Erschütterung verrutschen könnten. Also es kann man sich vorstellen wie so einen runden Donutring, die werden übereinander gesetzt. Und wenn es jetzt ein Erdbeben geben würde, würden diese Ringe durch ihre Erschütterung verrutschen und nicht mehr an ihrem Platz bleiben. Und damit das nicht passiert, hatten sich unsere Vorfahren eine geniale Idee ausgedacht. Man schnitzte viereckige Holznoppen mit einer Einkerbung für einen Eisen- oder Kupferstab im Inneren. Diese Holzklötze steckte man in die Mitte der Säulenelemente, wobei in den Holzverbindungsstück, also in die Mitte, ein gerades Loch eingebracht wurde, worin man meist Kupferstangen oder Eisenstangen zur Stabilisierung eingebracht hatte. Die Befestigung durch Holzklötze und eine weiche Kupferstiftmitte war so genial, dass die meisten Säulen noch heute stehen und bei einem Erdbeben nicht durch ihre steife Form zerbrachen. Das Holz und das Kupfer sind so elastisch, dass sie sich mitbewegen können und auch mitformen können, wodurch ein Erdbeben ihnen kaum noch Schaden zufügen kann. Dieser Erfindungsreichtum zeigt ganz klar auf, dass keine dummen Menschen waren, die gerade erst das Rad erfunden haben und ums Überleben kämpften. Genauso kannten die Völker damals Schneidewerkzeuge, womit sie sogar in der Lage waren, Steine zu schneiden, worauf sehr viele Bearbeitungsspuren in Ägypten hindeuten. Von Ägypten bis in den Süden der Sahara und dem Westen Afrikas in Äthiopien fand man die Anathyrosis-Technik vor. Von Nordafrika gehen wir jetzt aber direkt in den Westen, den offiziell zuletzt entdeckten Kontinent der Erde, das damalige Ende der Welt. Selbst in Pumapunku, im Südwesten des amerikanischen Kontinents, war diese Baukunst verbreitet. Pumapunku befindet sich in einer Höhe von etwa 4000 Metern auf einer Hochebene nahe des Titicacasees. Die zerstörten Anlagen, die sich in diesem Bereich befinden, schauen aus wie Bauklötze aus einem Baukasten. Diese Art und Weise, wie hier Steine verarbeitet oder doch vielleicht eher gepresst wurden, ist einzigartig und zeigt eine überragende Steinmetzkunst auf. Dass diese Leute gerade aus der Steinzeit kamen, ist wohl eher unwahrscheinlich, genauso wie die Hochkulturen auf den anderen Kontinenten, die von der Wissenschaft zeitlich so weit zurückgesetzt werden, dass Mensch laut der Wissenschaft einfach nicht in der Lage gewesen wären, sie zu erbauen. Die letzten Bauten in Pumapunku werden auf das Jahr 600 nach Christi geschätzt. Es ist also noch gar nicht so lange her, wonach, wie wir wissen, ja ein riesiges Unglück über Amerika kam. Wie diese Verbindungen genau aussehen und aus was sie bestehen, zeige ich euch jetzt. Die Steinplatten werden durch eingelegte Eisenstangen verbunden, die man mit Blei umhüllt hatte, damit der Eisenkern keine Chance hatte zu oxidieren und somit zu rosten. Man muss den Eisenkern halt komplett umhüllen, damit das Eisen nicht rostet, und durch die Härte des Bleis, oder eher gesagt die Weiche, weil Blei ja sehr weich ist, konnten sich die Metallstriemen weit bewegen, ohne dass das Eisen freigelegt wurde und rosten konnte. Das war die gängigste Art der Versiegelung, allerdings gibt es auch welche aus einer Aluminium-Messing-Legierung, wozu ich leider aber nicht mehr sagen kann. Auf jeden Fall zeigt diese kleine Weltrundreise ganz schön auf, wie verbreitet das Wissen war, und wie verbunden die Völker damals waren. Und auf keinen Fall, wie es die Wissenschaft behauptet, dass alle primitiv waren und ums Überleben kämpften. Es gab schon damals ein nordisches Heimatvolk, eventuell aus Ultima Thule stammend oder Hyperborea, was nach dem ersten großen Unglück die Kultur und Baukunst auf der Erde verbreitete und die Völker vereinte, bis die nächste große Katastrophe kam. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und euch einen Eindruck davon verschafft, wie vereint die Menschen anscheinend früher waren und dass alle Völker die fast identische Baukunst benutzten. Und falls ihr dazu Ideen oder Anregungen habt, schreibt sie doch gerne in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich auch über ein Like freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, Phioo wills Wissen. Tschüss!